Daten sind halt Macht. Und wenn du weißt, wie dein Kunde aussieht, wenn du weißt, was dein Kunde macht und wenn du weißt, was dein Kunde will, dann kann man schon ganz klar einen Erfolg abtragen. Ich bin Sebastian Korsten oder auf der Bühne gerne auch Bastian Mahn. Ich bin Tänzer, Moderator über den Sixpacks, aber auch Mitbegründer und einer der Geschäftsführer und kümmere mich um verschiedene Bereiche bei uns wie Webseiten, Werbung, Kostüme, Merchandise. Ja, wir haben uns, glaube ich, vor 4 Jahren für euch entschieden. Damals kennengelernt über das Pulverfass in Hamburg. Da sind wir aufgetreten und wir haben dann von Pulverfass gehört, dass die auch mit euch zusammenarbeiten. Wir sind da mit euch in den Genuss der Freiheit gekommen, zu sagen, okay, wir möchten verschiedene Sachen anders machen, anders haben, anders darstellen, anders den Kunden nach Informationen fragen. Wir möchten verschiedene APIs anschließen, das programmieren lassen, das programmieren lassen. Aber nichtsdestotrotz kommen wir unserem Ziel, wie wir Tickets verkaufen wollen, wie wir Daten von unseren Kunden haben wollen, wann Kunden welche Daten an uns abgeben, wie der Buchungsprozess ist und, kommen wir immer Step by Step ein bisschen näher. Was gefällt mir besonders an der Zusammenarbeit? Die Möglichkeit zu nutzen, wenn wir Sachen speziell haben wollen, dass die dann halt auch wirklich programmiert werden. Wir nutzen Egocentrics natürlich als Ticketshop, aber was wir hauptsächlich nutzen, sind APIs, um uns halt alle Daten zu ziehen. Ne? Und das, man mag sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie viele Daten das sein können. Es gibt ja Wiederkäufer, es gibt Einmalkäufer. Ne? Wer ist das? Wo kommt der her? Wie alt ist der? Welcher Kategorie kauft der? Wie oft kauft der in der Kategorie? Kauft der in der Stadt in der Kategorie und dann vielleicht in einer anderen Stadt in einer anderen Kategorie, weil halt wir die Kategorien falsch eingeteilt haben. Also es gibt so unfassbar viele Daten, die man sammeln kann. Daten sind halt Macht. Und wenn du weißt, wie dein Kunde aussieht, wenn du weißt, was dein Kunde macht und wenn du weißt, was dein Kunde will und nicht nur glaubst, was der will, dann glaubst du das zu wissen, aber wenn du deine Daten liest, dann weißt du es halt wirklich. Und das ist halt so der Vorteil, den man dann halt einfach genießt. Ich weiß nicht, was andere Ticketshops am Ende an Daten rausgeben. Ich sag mal, von einem Namen und einer E-Mail-Adresse kann man es halt nicht wissen. Da kann man es nur glauben. Die Leute glauben halt, dass sie die Tickets bei uns kaufen, was sie ja am Ende auch tun. Das ist ja so. Sie gehen auf unsere Webseite, die ganze Technik hinter dem Saalplan, also hinter dem System, Saalplan, Buchungsprozess und so weiter, läuft dann natürlich über Egocentrics. Klar gibt es im Ticketshop das Cross-Selling, dass man, nachdem man sich seine Plätze im Saalplan ausgesucht hat, sich noch ein Meet and Greet dazu bucht oder eine Backstage-Führung. Oder in Zukunft wird es auch noch Shirts geben, wo direkt die QR-Codes von den Tickets drauf sind. Ne? Also das kann man alles machen. Ja, muss man sich halt aber am Ende drum kümmern. Aber wir sind selbst ja auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Ne? Wir sind selbst auch noch im Aufbau. Ich kann jetzt in den 4 Jahren kann man schon ganz klar einen Erfolg abtragen. Anfangs habt ihr 1/3 der Tickets verkauft von der Tour und jetzt aktuell verkauft ihr 2/3, manchmal sogar mehr. Es kommt ganz auf die Stadt drauf an, aber in der Regel verkaufen wir über unsere Seite mit euch jetzt schon 2/3 der Tickets. Egocentrics Systems ist nämlich Freiheit in der Programmierung, eine offene Zusammenarbeit und ein geiler Datenaustausch.